Das sieht ganz anders aus. Ganz anders als zuvor. Wo ist denn der Ubisoft-Aufnäher und der Rainbow Six Siege-Aufnäher? Bitte warte, während wir dich mit dem Rainbow Six Siege-Server verbinden. Das ist also geblieben. Die Gesundheitsschutzpräsentation ist schon mal eine andere und der Ubisoft-Aufnäher und alles drumherum ist einfach verschwunden. Das war ja schon zu Beginn der letzten Operation. Nicht da. Später war es dann wieder da, nach ein paar Tagen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Operation Neon Dawn. Muss sagen, mir fehlt auch, was wir in der letzten Operation hatten, ich sag mal dieses Lüfterrad von Shadow Legacy und dann eben nur Musik hören, eben nur das Bild sehen, wo man extra drücken musste zum Weiterkommen. Das fehlt mir. Die Präsentation ist schon mal nicht so gut. Mal gucken, wie der Rest so ist. Und fragt mich nicht, warum ich hier schon Fortschritt habe. Ich habe das Spiel gerade eben schon mal angeworfen, aber da war gar kein Sound da. Deswegen habe ich es nochmal geschlossen und nochmal neu gestartet. Und deswegen ist ja eine... Jetzt gibt's Tachanka in Neueinblendung. Ein bisschen spät, aber egal. Deswegen gibt's die hier gerade nicht. Aber es gibt... eine neue Operatorin, Aruni. Was ich bei ihr sagen muss, mir gefällt ihre Blüte im Haar sehr. Hat bestimmt auch was mit Wolkenkratzer zu tun. Lotusblüte. Ja, Aruni. Sieht etwas gekennzeichnet aus. Ich habe schon etwas in die Biografie, in den Hintergrund von ihr reingelesen. Und was ich schon weiß, sie ist... bei der thailändischen Polizei Sprengstoff, ich sag mal Expertin, gewesen. Und da gab es einen Einsatz in Bangkok und den hat sie zusammen mit dem Jordan Trace bestritten, mit dem Termit. Und dabei ging was schief und deswegen hat er so verbrannte Hände und Arme. Und sie, wenn ich nicht mal raus... Und sie hat eine Arm- und Beinprothese. Was ich schon gehört habe, Kali soll ihr Zugriff auf diese Prothesen verschafft haben. Deswegen ist sie, Aruni, dann auch Nighthaven beigetreten, da wo auch Kali ist. Da gibt es eine Verbindung. Aber ich frage mich, ob vielleicht Mira die Prothesen gemacht hat. Wobei Nighthaven und Mira nicht zwingend. Bei Mira ist ja die... Bastlerin in Rainbow Six Siege. Hauptbastlerin. Nicht ausschließlich, aber sie bastelt gerne und hat schon vieles gebastelt. Ja, Aruni haben wir jetzt neu im Team. Bin ich mal gespannt. Surya-Schranke. Surya, das klingt eher so japanisch angehaucht. Da muss ich gerade an Virtua Fighter denken. Cooles Spiel. Gerät, das bei Platzierung an Wänden oder Zugangspunkten Laser generiert und deaktiviert wird, nachdem Geräte oder Gegner beschädigt wurden, lässt sich erneut aktivieren. Sie hat die Waffe von Mozi und das ist die Waffe von Togepi. Mit der Pistole bin ich mir unschlüssig. Hat schon das richtige Waffendesign. Komisch. Dann hat sie, ich habe wie gesagt noch gar nicht reingespielt, habe nachdem ich es eben geöffnet habe, das Spiel gemerkt, keinen Sound wieder zugemacht. Deswegen war diese Tachanka jetzt Neueinblendung. Die war nicht mehr da. Stacheldraht und kugelsichere Kamera. Dann ist es für mich Stacheldraht, keine Frage. Wenn ich sie mir dann irgendwann mal holen sollte. Geschwindigkeit 2 und Rüstung 2. Sprengstoff. Brandbomben, das ist wohl ihr Gebiet. Wir lesen uns das jetzt hier nicht zusammen durch, das mache ich vielleicht mal für mich nochmal in Gänze. Steht das hier mit dem Termit drin? Twitch ist hier genannt. Die hat, so wie ich es gerade überfliege, bei der Lichtschranke geholfen. Gut, die hat sich ihre Drohne ja auch selbst gebastelt. Hm.
stammt aus Thailand. Ja, sieh die große Neuerung, genauso wie Wolkenkratzer. Bin ich mal gespannt, wie die beiden so wirken, aber ich bin auch mal gespannt, wie die Dampfhammer-Methode auf mich wirkt, dass nämlich Echo jetzt Yokai-Drohnen hat, die komplett sichtbar sind. Dass man da keinen Zwischenschritt gemacht hat, puh. Fraglich, wie ich finde. Aber ich würde sagen, das finden wir einfach mal heraus, und zwar mit den anderen beiden, wenn die gleich da sind. Hereford mal wieder dabei, ist ja unglaublich. Ah, das Festang Outback und Favelaros sind jetzt echt doof. Wenn ich mal dran denke, dann schnippel ich in das Video noch einen Screenshot rein von meiner Kartenübersicht. Mal gucken. Wartest du auf was? Nö, also ja, statt der Spielsession, das wartet hier gerade. Suchst du schon? Ich suche nicht, ich gucke mir erstmal zum Karte angucken, stelle ich gerade ein benutzerdefiniertes Spiel. Und da steht unten links, bitte warten, startet Spielsession. Dachte ich, etwas verpasst, ey. Nö, alles gut. Nur noch genauso langsam wie immer. Dieses Ubisoft. Haufenweise Gigabyte geladen, 79,5 und trotzdem noch warten müssen. Jetzt hört der Ladebalken auf. Jetzt bin ich alleine, jetzt fehlt nur noch ihr. Auf dem Bildschirm ist der Balkon von rechts verschwunden, aber links ist er noch da, oder? Werden wir ja gleich sehen. Nimmst du die Aruni, Hawkeye? Ja. Dienstag schon ein bisschen Terroristen hier. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Allein oder mit anderen Spielern? 10 Sekunden bis Einsatz. Ganz schön groß geworden, der begehbare Kleiderschrank. 5 Sekunden. Das Hauptschlafzimmer, das Fenster verloren. Und die Luke, die sitzt im Schrank. Einsatzerlaubnis erteilt. Findet die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. Muss ich direkt vor Tür und Fenster stellen, um Arunis Fähigkeit anzusetzen. Kamera noch da. Kamera noch da und die Glöckchen. Aber außen sieht jetzt ein bisschen anders, oder das nur so vor? Ja, wirkt generell höher, die Karte. Also die Karte, die das Haus auf dem Wolkenkratzer. Das Außenfenster hier ist auch verschwunden. Aber hier ist noch ein Balkon, hier kann man auch hochseilen. Aber ich glaube, du hast den kleinen Durchgang nicht mehr. Diesen komischen. Ach doch, hier unten, der ist jetzt gut versetzt. Man merkt, dass das Messern verlangsamt wurde. Wenn man im gewohnten Rhythmus messern will, dann schlägt man nicht so, wie man will. Ganz schön verpixelt. Ja, ist. Wie gesagt, es wurde verlangsamt, aber man merkt es. Oh, kannst du es wieder einsetzen. Was? Wieder einsetzen? Ja, das ist wieder ein bisschen früher verfügbar als vorher. Es geht auf jeden Fall langsamer. Der Schreibtisch ist etwas verrutscht. Und das Hologramm ist weg. Auf dem Tisch.
Ja, ich bin fertig verstärkt. Also T-Zimmer kriegst du komplett verstärkt und hast noch zwei Wände. Fräulein. Was? Die Geisel wurde zurückgeholt. Okay, Geisel gesichert, Evakuierung einleiten. Neuer Bereich, das war früher draußen, der Drachen. Oh, hab ich doch ein kleines Arschloch. Voll in die Mitte gehauen. Das hier bei der Trommel, ist nach unten. Doch, die Trommel ist rumgewandert. Ja, und das Dach, wo man runterspringen kann, ist etwas nach hinten gerutscht. Was ist das denn? Kleines Podest. Ist doch Pappwand. Ja. Da will ich mir die Geisel klauen. Ich glaube, Kackfeld. Die Kamera ist neu. Dafür ist die hier verschwunden. Geisha. Oh, mit dicken Kisten jetzt. Hier das Fenster ist auch verrutscht. Generell ist ja alles. Gefühlt ist jeder Raum ein Stück größer geworden. Jeder Grand? Das hier ist Außenwand mit Balkon. Mal gucken. Sieht so aus. Das hier ist auch noch ein Balkon. Aber hier, der ist verschwunden. Sag ich doch, du kannst dich der West- und halben Nordseite, wie es scheint. Die Luke nach unten ist auch weg. Die ist jetzt hier. Karaoke ist auch größer geworden. Mit Trennwand. Kein Balkon mehr. Hier die Kamera ist auch noch geblieben. Ah ne, die Tür ist verrutscht. Die war mal schön gegenüber der Treppe. Ja. Das war das Angreifen als Verteidiger recht angenehm. Die Kameradurchfahrt ist ja auch verschwunden. Guten Tag. Kannst du die Dinge eigentlich wieder abmachen? Naja, ja. Und aktivieren kannst bloß du die wieder, oder? Ja, eigentlich jeder. Das dauert 30 Sekunden, bis die wieder... Ach so. Also bis man... Ja, das Spiel steht weiterhin. Okay, der Fehler ist weiterhin im Spiel. Eine Drohne weniger. Die gibt's noch. Versuch mal jetzt drauf zu schießen. Na dann. Guck, ob man das auch als Angreifer aktivieren kann. Das wäre ja blöd. Achso, jetzt hat sich wieder verbreitert, sag ich mal. Okay, man kann es auch als Angreifer anmachen. Da wird man sich vielleicht ärgern. Ja, wenn man mal irgendwie aus Versehen beim Dauerfeuer nach oben rutscht. Ups, ja, angemacht. Aber du kriegst, ich weiß nicht, wie viel Schaden. Du kannst durchlaufen. 60 wurde mal gesagt. Ja. Hey, Sophia kriegt plus 30 Schaden. Vielleicht, weil sie halt mehr Rüstung hat als ein Einrüstungspunktoperator. Aber 30 ist gar nicht so viel wie 60. Kannst du mal abmachen und mal an der Pappwand anbringen? Dann können wir mal gucken, ob das kaputt geht, wenn man die Pappe wegschießt. Wenn es gerade deaktiviert ist, dann kann ich es nicht abnehmen. Achso. Wo wolltest du was? Dass man an der Pappwand anbringen, dass man... Ich mache immer auf, Mensch. Das einfach mal da drüber anbringst und dann gucke ich mal, ob ich das oben wegschießen kann. Sollte eigentlich gehen, wenn man die Pappe wegmacht, dann... Zerschießen kann man es ja an sich nicht. Aber wenn ich jetzt die Pappe wegmache, ich markiere es mir mal kurz. Ah, es hängt jetzt ganz oben. Geht es immer automatisch nach ganz oben? Ja. Oder hast du... Okay. Nee, das... Na, dann kann man es nicht zerschießen. Weil da oben ist keine Pappe. Du kannst es generell gar nicht zerstören. Nee, ich habe gedacht, wenn man das den Untergrund wegmacht, dann verschwindet das Ding automatisch. Aber wenn es automatisch an der obersten Kante angebracht wird, dann ist es ja verständlich. Also ja, ich gedacht, wenn du es hier angebracht hättest, dass ich dann einfach die Pappe hier weggeschossen hätte, dann wäre es runtergefallen. Nee, das geht aber automatisch. Aber gar nicht zerstören, auch nicht mit Granaten. Nee. Ja gut, ich habe es jetzt direkt in Laser geschossen. Wenn direkt in Vorkant. Also jetzt doof. Die machen ja keinen Schaden.
Du musst auch direkt ziemlich dicht davor stehen, also. Keine Sprengladung? Den krieg ich nicht da hoch. Also wenn ich jetzt hier... Geht nicht bis dahin der Schaden. Bitte? Wenn ich hier stehe, dann kann ich das nicht an die Tür anbringen. Weil es zu weit weg, ja? Jetzt kann ich es anbringen. Okay. Wenn ich die richtige Taste drücke. Und du hast drei davon, ne? Drei Stück. Da geht's nicht weg, okay. Jetzt habe ich jetzt gehofft, dass die mit der Betäubungsgranate weggehen. Die Gitter. Da prallt das Ding sofort dagegen und explodiert. Da muss man ja zwingend eine Drohne benutzen. Mal unten gucken. Die Treppe ist ja auch verlängert, das ist der Vorhof von der Treppe. Das Klo. Oh, mit abgetrennt. Mit Raumtrennern jetzt. Das Restaurant und die Bar. Serafina knutscht den Fußboden. Die Fischer aus Turm sind hier dabei. Der Schreibtisch ist auch um 90 Grad gedreht worden an die Wand. Jetzt kann Serafina nach unten gucken. Habt ihr den Fußboden aufgemacht? Das ist ja nett. Hallo, ist auch Luft. Geil, super. Der Dampfraum, der dampft nicht mehr, der funkelt jetzt. Das Außenfenster ist ja auch verschwunden. Jedes Mal, wenn Karten überarbeitet werden, verschwinden eine Menge Außenfenster. Bin gleich wieder da. Die Außenwand der Küche ist auch weg. Dafür ist jetzt hier bei Barbecue. Nee, gar keine mehr. Weil der Trenner hier, der ist jetzt neu oder massiv. Das Lager ist auch größer geworden. Haupteingang ist weg. Dafür ist der Tisch hinter. Ja, der hier ist weg. Den haben sie in einen anderen Raum verfrachtet. Die Tür ist auch verrutscht. Verschwunden ist die. Die Tür zum Bad. Das Bad ist auch riesig geworden. Hat auch kein Außenfenster mehr. Aber der Schrank hat noch eins. Im Ausstellungsraum, das sah, die Fenster sind weg und was gesagt, ne? Außer das eine. Das, beim einen bin ich rein, bei dem anderen, das hier im Büro ist weg. Ja. Das Walkie-Talkie ist noch da, das ist auch ein Radio. Das Holz synchron fliegt. Das Walkie-Talkie macht immer noch Lärm, man muss es mit einer Schrufflinte kaputt machen oder mit Sprengen. Ja, jetzt ist es, glaube ich, kaputt. Nee, brauchst du es richtig, weil es weggeflogen ist. Nee, es muss wegfliegen. Ist auch noch eine Statue. Das Fenster hier ist verschwunden. Ey. Wir haben bloß noch 10 Sekunden. Musste gewinnen. Hast du mit dem Schlagen eigentlich bei Pappwänden eine begrenzte Anzahl? Nee. Das ist dein normales Messer. Ja, aber sie können ja unbegrenzt jetzt Pappe aufmachen. Zwergig, eine Ergänzung zu Oryx. Würde eigentlich besser zu ihm passen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Yokai auf hellen wie auf dunklen Flächen sichtbar, aber auf dunklen am ehesten getarnt, weil Yokai ja dunkel ist. Könnte ich noch probieren. Was haben sie noch geändert? Ibana hast du ja schon gesagt. Diro mit schwerer Sprengladung und Claim. Oryx hat ja gar keine. Gut, Oryx ist auch nicht Angreifer. Wie nicht Clash? Die Geisel muss sich den Raum befestigen. So, Yokai. Hello, es bleiben noch 10 Sekunden. Voll zu sehen. Mit Silhouette. Ich will ja nur sagen, aber... Das ist ja voll riesig geworden. Oh. Moment mal. Yokai leuchtet, ist keine Silhouette. Das leuchtet jetzt am Rand immer, das Yokai-Ding. Hier ist was Dunkles. Wollt ihr mich jetzt ver... Weihnachtsbaumbeleuchtung oder was? Den siehst du ja jetzt echt gut. Nein, Ubisoft. Die haben Yokai jetzt auch noch... Klar, das Ding hatte jetzt schon beim letzten Update schon 3 Leuchten. An der Unterseite ist der ganze Rahmen aber auch noch beleuchtet. Sieht ja wirklich aus wie ein Weihnachtsbaum. Sag ich doch. Was beleuchtet da? Ich sehe keinen Beleuchtung. Das Ding... Ja, und eine Silhouette ist drumherum. Der Rand ist hell, weiß.
Oh, das, ja, das ist dann eher vom Licht oder so, aber ich. Bei mir ist das ganz normal grau und die Rotorblätter sind schwarz. Jetzt, wenn du drinne bist, hast du 4 LEDs an. Also als Verteidiger sieht man, dass Yokai mit einem weißen Schimmer umgeben ist. Dann ist vielleicht, ja, das Angreifer das, anders. Bei mir ist das grau. Also okay. Vielleicht weiß, wenn du, mach mal woanders hin. Warte. Ah, das ist ja richtig beknackt. Ich gehe mal auf dem hellen Untergrund, da sollte Yokai sowieso zu sehen sein. Gott. Ja, so gräulich und dann halt. Hier ist auch nochmal Holz, aber verstecken kannst du es echt nicht. Nee. Selbst wenn du auf dunklen Unterflächen gehst. Ach du Scheiße. Das wenn du drin bist, dann hast du halt blaue LEDs, 4 Stück. Das Yokai leuchtet bei mir. Bei mir jetzt nicht, also musst du. Ich kann es sogar aufheben von hier unten. Geht das auch auf höheren Decken? Weil das ist jetzt bloß ein Zwischendach. Wie alles verwickelt da geworden, ne? Muss mal hier. Ja. Muss mal hier. Komm ich hier noch ran, oder? Ne, komm ich nicht mal ran, das wäre auch krass gewesen. Mach mal hier hoch, gucken. Und? Türrahmen jetzt oder? Ne, hier. Ne, ganz hoch auf der Decke. Er dürfte wieder runterfallen. Ja. Blub. Ah, das ist ja schlimm, selbst auf dem dunklen Untergrund Yokai voll zu sehen. Aber dann muss man nochmal gucken, wenn du dann Angreifer bist, Verteidiger bist und wir Angreifer, wie das dann aussieht. Yokai ist voll hell, das könnte Echo brechen. Von unsichtbar zu sichtbar und beleuchtet. Super, ey, Ubisoft. Na, ich hätte es vielleicht eher so gemacht, dass man eine begrenzte Zeit unsichtbar ist. Oder das. So wie mit, ja, Vigil und Gabschfrau mit ihrem Timer. Das hätte ich besser gefunden. Aber Yokai sichtbar und beleuchtet, das ist. Aua. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt. Nee, das ist die Zwischenwand. Granaten werden gefeuert! Nee, du machst 5 Schaden, wenn du mich damit triffst. Ich hab Feuer, Fräulein. Die Treppe haben sie auch um 90 Grad gedreht. Die Treppe nach oben zum VIP-Bereich. Heißt doch immer noch VIP-Bereich. Und der Außenbereich ist jetzt Innenbereich geworden. Ist aber doof. Ich hab dich gesehen. Hier ist auch noch Balkon. Geisel von Gegnern gefasst. Du wurdest entdeckt. Ach, bis hierhin geht der Balkon, aber nicht mehr halt drumherum. Nee, hier ist zu. Da ist auch zu. Ah, da ist auch zu. Kuckuck. Ein Operator der eigenen Truppe. Ich war's nicht. War mein Messer. Ups. Dein Standort ist gefährdet. Jetzt redet sie nicht mehr. Mal gucken, wie viele Kameras ob die geändert wurden. Also, die bei der Trommel, die war vorher neben dem Treppenhaus. Die 3 Außenkameras sind geblieben. Die war schon praktisch immer hier an der Wand. Ich glaube, Serafina geht gleich. Die im Treppenhaus ist immer noch da. Wo gehen sie hin? Beim Restaurant, die ist geblieben, etwas versetzt. Dann wieder bei der Trommel. Also Kameras haben sich praktisch gar nicht geändert. Was sollen sie da auch ändern? Naja, eine wegnehmen oder eine dazu. Bei Chalet haben sie eine oder Kamera ganz groß verändert. Aber die eine Kamera jetzt neu bei der Trommel, die war bloß vorher beim Treppenhaus. Die war immer da. Lücken gibt es hier nicht, wenn man sowieso nicht aufs Dach kann, weil verwunschenes japanisches Dach. Auf Chalet haben sie nachträglich die eine Kamera geändert. Die stand vorher beim Heliport und dann weiter nach links. Okay. Bei dem Auto ist jetzt erst oder schon beim letzten großen Update? Ne, schon letztes. Okay. Also die Karte kam, ja, war schon länger draußen. Und dann du bist aufgeflogen. War die ganz klein? Oder so halb so hoch wie sonst und dann irgendwann wieder normale Höhe und dann aber halt andere Position. Ich habe jetzt den mobilen Schild dabei, dann wurde wohl Stacheldraht ausgenommen.
per Echo. Oder ich habe das vorher gewechselt auf Kontaktgranate und die Kontaktgranaten sind so. Also ich habe auffällig, wie viele Fenster verloren gegangen sind. Du wurdest entdeckt. Die Tür ist versetzt. Die Tür oben, mal kurz gucken. Ich kann ja nicht seilen. Die Tür oben bei diesem kleinen Trommelausgang. Ich wurde entdeckt. Serafina beobachtet mich. Nicht da. Du siehst mich nicht. Da. Nein. Ist auch noch ein Radio. Bin gar nicht da. Dein Standort ist gefährdet. So, und hier zweimal Pappe. Das hat sich nicht geändert. Du mich gerade hier? Vom Fenster seilst du dich herum. Spottest du mich mit Echo? Du bist aufgeflogen. Ich lauf die ganze Zeit rum. Ja, aber Serafina ist ja viel. Das ist, glaube ich, Endbildschirmplatz. Was das denn gerade? Ich muss mich nochmal reinschwingen mit der Leine. War gerade so komisch. Aus. Konnte man nicht früher mit der Geisel reinschwingen und sofort loslaufen? Weiß nicht, ich habe mich selten in ein Gebäude wieder reingeschwungen. Irgendwie bleibe ich immer kurz stehen, also auf der Stelle, wenn ich drin bin. Hier ist auch keine Kameradurchfahrt. Die Gegner haben die Geisel verwundet. Eigener Trupp siegreich. Ist mir der runtergefallen aus dem Fenster? Ich bin, hab mich reingeschwungen und plötzlich war ich neben der Wand draußen. Dann nimm du jetzt nochmal Echo. Und dann guck ich mal, wie das bei dir aussieht. Dann nehme ich nochmal Hibana. Die Kontaktgranaten hat aber halt eine Echo. Okay, dann ist der Stacheldraht flöten gegangen. Ist auch lustig. Yokai wird massiv geschwächt und Hibana bekommt richtigen Schub. Beide SATs. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Wenn man zuvor Kaschle genommen hat, um vielleicht der Ibana, der Ash oder der Sophia ein Geschoss zu entlocken, dann ist es zumindest bei Ibana jetzt nicht mehr so wirkungsvoll, weil sie nur noch zwei Kairos braucht. Oder es geht vielleicht erst bei 4 kaputt. Mal gucken. 18 Stück. 3 mal 6. Ich glaube nicht, dass das mehr braucht. Wo bist du denn? Auf dem Klo. Ja, ich hab auch diesen Schimmer. Geisel gesichtet. Na, ist Eingreifer. Sieht's aber nicht so schlimm aus. Also die Silhouette ist da nicht da. Vielleicht wenn du drin bist. Also wenn du drin bist, dann sieht man nur die, wenn du gerade Yokai nach oben gebracht hast, kurz diese Lämmchen. Gut, bist du drin, das ist wieder an. Mhm. Aber als Verteidiger sieht man dauerhaft so einen weißen Rand um Yokai. Ja, das ist wie bei Mozi-Drohnen. Hast du auch diesen weißen Rand. Mhm. Damit man sieht, Achtung, das Yokai gehört uns. Na los, das ist ja nett. Trotzdem gleich ganz sichtbar. Oh Mann. Tresor ist verschwunden im Boden und wurde jetzt wieder versteckt. Der Feind hat die Geisel getroffen. Ist auch nicht nett. Gegner haben wiederbelebt. Ich sagen würde, ein riesiges verdammtes Loch kommt sofort. Wie klein die Dinger sind, wenn die sich noch nicht aufgebläht haben. Mit M wechselt sie, ne? M? Also bei mir ist B Feuermodus wechseln. Achso. Nein, nein. Eine neue Tür zu sprechen. Mache den Weg frei. Einsatzbereit.
Wie dir so gedacht war. Spiel. Hier war meine Tür, das ist hier ein Fenster. Gegner neutralisiert, eigener Tor. Das ist aber jemand auch. Hast jetzt deine Rache bekommen? Das war nur der Anfang. Wollen wir mal rausgehen und die Karte richtig spielen? Serafina braucht ja noch eine Rache. Oder will noch irgendwer irgendwas ausprobieren? Mach doch. Die Rache kommt doch im Spiel, mein Freund. Da müssen wir sie da einzeln raus, das ist Ubisoft immer noch nicht hinzugefügt, wenn der Trupp mal zusammen war. Du hast bei den Rädchen da oben Ubisoft Connect hinzugefügt. Hm. Vorhin auch schon gesehen. Den Datenschmutz haben sie auch geändert da, ne? Ja, und hier einen Ubisoft-Aufnäher und einen Regenbogen-Aufnäher haben sie rausgenommen, jetzt wirklich. Also Jäger hat jetzt einen Cooldown von 10 Sekunden pro AVS-Schuss. Die Ibana die Pellets, Yokai Drohne. Man soll jetzt näher an sich selbst entschärfen können. Man muss den Entschärfer nicht mehr so weit wegstellen. Es soll auch ein Fehler behoben worden sein, dass man außerhalb des eigentlich zu entschärfenden Bereichs entschärfen konnte. Also im Studiozimmer, wenn man ins Fliegerzimmer musste. Aber lustig, dass das ging. Dass man außerhalb des Bereichs entschärfen konnte und das ging. Das ist Ubisoft. Wolkenkratzer. Der Chat wurde jetzt irgendwie noch erweitert, allen voran mit Uhrzeit. Habt ihr eigentlich auch beim Battle Pass schon Spielfortschritt? Den hatte ich direkt beim Starten des Spiels schon. Ich habe den schon fast zur Hälfte voll, den ersten Rang. Nee, aber bei mir steht bei diesem komischen Neon Dawn Paket im Besitz. Ich hab's zwar nicht, aber okay. Geht echt gut los. Ich hab nämlich vorhin geguckt, weil da stand im Besitz. Ich so, okay, wenn das heißt im Besitz, dann habe ich es ja vielleicht schon. Ja, scheiße, was? Verteidiger wollten gerade sagen. Ich soll auch den Schaden vom Durchbruchgeschoss verringert bekommen haben, von 90 Lebenspunkte auf 50 runter. Dafür hat sie ein Geschoss mehr und dafür hat sie jetzt keine Klemmer mehr, sondern Blendgranaten. Twitch hat Sprengladung verloren durch Blendgranaten. Bamai hat jetzt ein Magnet mehr. Dafür wurde der Explosionsradius davon verringert. Und Kontaktgranaten ersetzen den mobilen Schild. Takepi hat jetzt auch eine Splitter, aber dafür keine Blendgranaten mehr. Und die Kamerafrau hat jetzt Kontaktgranaten und dafür keinen mobilen Schild mehr. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Ich mach mal die Lupe zu, wobei. Ich mach mal zu. So viele Wände hat das Bart ja nicht. Und Zero hat keine Splitter mehr. Dafür schwere Ladung. Schwere Ladung. Habt ihr auch beim Starten des Spiels die Einwendung bekommen, Tachanka ist jetzt überarbeitet worden? Ja, das hatte ich auch. Noch 5 Sekunden. Spät. Ich lade nach, ich brauche Deckung. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand. Wir haben uns weiter eingesetzt. Zugangssperre angebracht. Sollte sie wohl kommen. Wow.
Fenster verbarrikadiert. Setze Willkommensmatte ein. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Am Fenster ist noch was, ja. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Du wirst verfolgt. Chakal verfolgt mich. Hey, ist Pappe da oben. Oben rennt auf jeden Fall was. Was? Ich habe jemanden verletzt von uns durch die Zugangssperre. Ich sitze auf der Trockenen! Lade nach! Sophia eimert nach oben rum. Luke ist offen oder ist nee, da ist nee, Luke gleich verstärkt. Die haben Decke oben aufgemacht bei mir. Über der A-Bombe. Jetzt kommen hier Gemini. Die Jana. Ich wechsle das Magazin! Achso, das war vielleicht in der Laserschranke. Oh, guck mal, da knistet. Steht jetzt 5GG.2. Ja, das VS ist verschwunden. Das fand ich aber besser als das da jetzt. Oh. Gegen, fast schon wie gegen. Ja, oder wie Grundgesetz, ne? Haha. Grüne Grütze. War auch klar, dass das von dir kommt. Kriegst du nicht immer nur ins Essen? Wieso? Weil es rote Grütze gibt, dann gibt es ja auch grüne Grütze. Was mit der gelben? Laserschranke platziert. Laserschranke. Syria heißt das. Der Ace. Und Maverick hat immer noch keinen Konter. Also, wir hätten nochmal gucken können, wie viel Schaden das macht bei jemandem, der nicht so viel Rüstung hat. Ja, mal gucken. Also, mit Sophie habe ich bloß 30 Schaden bekommen. Das ist krass, wie viel du da aufmachen kannst mit so einem Schlag. Oh, geil. Und dann unbegrenzt. Halt so, ne? 30 Sekunden noch. In die Kamera reinwerfen. 5 Sekunden noch. Spiel na, steht schon wieder. Das Zeitlimit ist erreicht. Ace hat noch aufgemacht. 80 geladenen Gigabyte hätten sie das wenigstens beheben können. Küche. Ach, MG übrigens bei dem... Ach, das Alter hat das ACOG zurück? Cool. Nein, bei der Biografie von Aruni und bei dem Battle Pass kannst du ein bisschen was erfahren, was passiert ist, weswegen die da so ein... Habe ich schon gelesen, also mit Termit in Bangkok. Okay. Ne, bei dem Battle Pass Video gibt's da jetzt zu, ja... Auf Ubisofts YouTube-Kanal, da gibt's ein Video, was eine gute Minute geht, mit anfangs im Stadion. Da fragt Mira, wer ist denn Aruni? Ja, das ist das von dem Ding hier, von dem. Ah, das habe ich dann schon gesehen. Beim Backpass gibt's auch noch. So ein Comic ist das, so ein Comic. Ja, das meint er ja auch. Das gibt's auf dem YouTube-Kanal von Ubisoft. Doch, hier im Spiel. Ups! Ich hab ein Bild von der Wand geholt, tut mir leid. Eins von Clash. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend nee. Planen. Es bleiben 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Weißt du, warum habe ich eine Kontaktgranate geopfert? Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Tür im Auge behalten. Na, hier ist auch das Außenfenster verschwunden. Barrikade errichtet! Was hier? Beim Barbecue. Barbecue und Küche hat keine Außenwand mehr. Laserschranke eingeschaltet. Zugangssperre angebracht. Soll sie überkommen.
würde aber auch gerne nochmal was töten. Ich wechsle das Magazin. Damit kriege ich so. Aber ich stelle mich ja sowieso an wie so ein Abdruck. Ist oben bei der Geisha drin? Trennen wir mit dem Netz. Die Tische sind kürzer geworden. Oh, was? Wo schießt denn hier was? Also wie gesagt, oben Geisha musst du aufpassen, da sind sie schon drin. Sind die auch in dem kleinen Badezimmer? Ja. Guck schon mit hin. Zugangssperre oben kaputt. Es gibt aber eine Welle, Junge. Junge, Junge, Junge. Die kam bei mir voll spät. Ash, haben sie noch? Gefühlt hat dieses 4 gegen 3 auch eine höhere Bildwiederholrate. So. Und Ash. Hier macht Ace auf, gelber Ping. Ich sitze auf dem Trockenen! Oben ist noch eins, über uns. Es stirbt jemand hinten beim Lager. Sophia ist oben. Vorsicht, von der Bar könnte jemand kommen. Ja. Sophia ist nach oben, rennt jetzt zur Treppe. Nee, ist nach oben. Was? In der Stadt gibt. Mit Uhrzeit. Wie weit oben der Chat ist? Kann man das nicht mal unten in die Ecke pflanzen? Die Zeit ist auch voll länger geworden. Was auch noch. Finde mal, was da alles steht, sogar zum Scrollen hast du jetzt was. Und senden. Ein extra Senden-Knopf. Hätte mich ja gefreut, wenn sie etwas minimalisiert hätten. Ja, ach, wie das in der Mitte hängt. Die Größe hat ja gepasst eigentlich nur für mich. Ja. Aber jetzt größer und mittiger im Bild. Wird Zeit, dass man das HUD anpassen kann. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzunehmen. Wie bei Codemasters F1. Badezimmer ist sauber. Küche kommt einer. Jäger haben wir. Okay. Jäger kann man stellen. Ausstellung ist auf jeden Fall sauber. Ja, der hat schon noch eine Staffel drauf. Ja, weißt du, das Kirchenmann? 10 Sekunden bis zum Einsatz. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Spürsender Mann. 5 Sekunden. Ja, Gojo. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. 2 Außenfenster weniger, da muss man jetzt gar nicht mehr gucken, wenn man rausrennt. Hier bei den Lüftungsschächten, hier bei der Lüftungseinheit haben sie die Kamera versetzt. Ja, die sitzt auf einer Höhe mit der anderen Kamera hier gegenüber.
nicht gesagt, die sind alle gleich. Also vom Grundprinzip her. Trom ist ja auch etwas versetzt worden im Nebenraum im Neuen. Lass jetzt hier, die Tür ist weg. Na, weg ist es, scheiße. Tanker ist schon mal weg. Oh, ein HP, scheiße. Der hat ja keine Splitter mehr, kacke. Ich hab grad eine Splitter rein, ja. Ja, komm raus. Oh, leck mich doch am Arsch, ganz ehrlich, ey. Bist du noch draußen oder beim Schlafzimmer drin? In dem Bonsai-Bäumchen. Wer war da? Mutzi. Der ist jetzt tot. Da ist noch mehr. Na scheiße, Jäger. Ich hab meinen Schärfer gleich. Entschärfer wurde erneut gesichert. Das ist jetzt auch eine Tür. Letzter verbleibender Gegner. Der hier hockt da. Der Chunker saß hier in der Küche auf der Herdplatte. Der Jäger hängt aber auch gut ab. Das Rausrenner markieren ist von 2 auf, von 2-0 auf 1-0 gesunken. Ja. Das sind wöchentliche Ergebnisse. Da nehme ich halt Kahn. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspielen. Vigil haben sie, womöglich beim Bad? Nee. Nee? Dann vielleicht drüber auf Ausstellung. Das ist so ja, nah, das war auch schon. Ja. Motzi, haben Motzi, Vorsicht, Motzi! Direkt hier auf der Treppe sitzt. Ja, schubst mich halt runter, du Arsch. Ja, kann man schon mal machen. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ja, Motzi. Oh, das war knapp, der hat schon geschossen. Noch 10 Sekunden. Jetzt Selbstzerstörungsmodus. Und Jäger haben wir noch. 5 Sekunden bis Einsatz. Jäger und Witchel. Rück zur Bombe vor und entschärfen sie. Fragezeichen. Der Chat ist alles so zentriert, das ist echt nervig. Die ganzen Einblendungen. Aber Hauptsache das Glöckchen ist noch da. Oder die Glöckchen. Falsche Etage. Ups. Das Fenster hier für Glass und Kali haben sie auch entfernt. Oh, jetzt kann ich nicht. Zweimal Schock gerade zerstört. Ah! Mach dich auf! Ja, endlich ist der weg. Kann ich jetzt heben. Bist du neben? Die Nitro. Ja, zu viel. Vorsicht, die Außenwand ist schon offen hier neben uns. Guck ich jetzt hin? Warum guckst du denn da hin? Kürzere Distanz. Man hat die Drohne leider nicht erwischt. Ah, oh, da kommt einer.
unten geht jemand raus, glaube ich. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Zwei bei der Ausstellung, Jäger und noch wer? Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Also komm. Ja. Tschüss. Also Jäger ist noch das andere Fragezeichen. Da ist jemand, ja, markiert. Nein, nein, rauskommen. Bei der Taiko ist einer. Bei der Trommel. Bei drinnen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Also. Eigener Druck wurde eliminiert. Leg dich doch ein bisschen weiter an die Außenwand. Der Entschärfer hat's reingesogen. Bestimmt schon wieder vergessen, dass sie oben in Minen gelatscht sind. Schminkzimmer hat Geisha bekommen. Kacke. So, dritte Drohne, komm her, du. Nur noch 10 Sekunden. In diesem Bereich ist eine AVS aktiv. Noch 5 Sekunden. Standorte sind sicher. Mein Trumpf ist einsatzbereit. Zugangssperre angebracht. Soll sie nur kommen. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Ist immer gut. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Die Bahner nutzen. Verhalts ihre Kairos? Für ein Fenster nutzt die ihre Kairos, ey. Okay. Einer ist beim VIP-Bereich unten. Ich glaube, ich hab Finger oder so. Träger aufgehalten. Scheiße, im Lager ist jemand. Neben der Küche Lager. Da ist Nock. Meine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Die wegen sie kriegt, ne. Wie kann die nicht gestorben sein, bitte? Na, Nock und wer war das dann? Becke ist tot. Ich weiß bloß von Nock.
Ash. Genau. Über dir, Seraphine. Oh, Schuss, der Hund. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Es kommt, glaube ich, beim Bad runter. Bei diesem kleinen Klo. Neben Barbecue. Erfolg für eigenen Truppen. Sehr schön. Ich packe auch immer mehr Ringe da drauf, ey. Jetzt hast du ein halbes Jahr Zeit. Boah, wie das flackert. Boah, gar nicht aufnehmen. Kacke. Ganze Zeit lassen, Geisel dauert bestimmt eh lange bei der Karte. Ich hab das letzte Match nicht aufgenommen. Was so schnell? 21 Sekunden. Level up. Was? Hatte gerade die Einblendung Ubisoft Connect Level Up. Mhm. Und bist jetzt glücklich? Ich weiß nicht mal, was das ist. Man sieht jetzt hier, was ihr alles geschafft habt. Also die Herausforderungen. Wöchentlichen. Ui. Ne, Shift F2 beim Feed siehst du es. Das gab es, glaube ich, auch schon bei Battlefield. Ihr habt jetzt beide gesehen, wenn der MVP Herausforderungen geschafft. Ohne MVP zu sein, das warst du doch gerade eben. Ne, ein Boss. Ne, waren das 3000 Boss. Punkte? Ja, okay. Ist 3000. Aber es ist halt MVP meistens. Auch komisch. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Ja, das ist Verstärken verkürzt wurde, merkt man auch. Das Messen wurde langsamer, das Verstärken wurde schneller gemacht. Die Wand ist gesichert!
Drohnen. Schockdrohne habe ich. Nur noch 5 Sekunden. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Laserschranke eingeschaltet. Ist jetzt eigentlich da durch? Offen durch die Schranke? Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Sperre scharf gemacht. Abstand halten. Eine Kamera. Als die Tür gedreht wurde, ist nicht gut, weil ich hab keinen. Eine Zugangssperre und ein Bart ist schon ausgelöst worden. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Oh. Feindliche Drohne nähert sich für Scan-Vorgang. Na, nein. Standort. Haben wir mal nach. Scan steht direkt bevor. Ich starte den Timer. Kommt jetzt hier bei mir an der Außen. Okay. Nein, was ist das? Nein. Hab ich dich jetzt verletzt? Ja, okay. Stand ein Gegner vor mir. Ich hatte bloß noch 16 HP. Okay. Dem bösen Hammermann. Hast du eigentlich eine Einblendung gekriegt von wegen, Dreieck? Ja. Hab ich auch gerade überlegt, ich meine... Ja. Also ich hab eins, ja, aber ich... Wahrscheinlich. Hab jetzt nicht drauf geachtet. Ich hab doch ein Engels. Ja, ist trotzdem eins. Deswegen frage ich ja. Oder bei F5, nein. Den Raum befestigen, die Geisel muss gesichert werden. Das weiß ich nicht. Ich hab F6 gedrückt und dachte, das wäre nein. Na, hat ein paar Schockdrohnen getroffen. Nur noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Gute Arbeit. Jetzt trifft noch mehr Schockdrohnen. Oben läuft schon was rum. Das bin ich gewesen gerade noch. Aber nicht bei mir. Na, jetzt blockiert mich das. Kamera ist noch bei dir, Serafina. Na, dann kam zu mir raus. Dogge, die haben wir. Ein von. Ah. Oh. Moment haben sie auch. Ja, die hat mich. Komm, Schlafzimmer. Spiel steht schon wieder. Ja, es steht gerade bei mir. Das Fenster ist offen, aber mit Dingens davor. Nomad ist links, links ist Nomad irgendwie. Ja, ist da noch so viel? Guck ich nämlich weiter Schrank. Und Tanja. Ah, Iana. Nee, Scheiße. Oh, ach, ich hab wegen Weiß am Kopf gesehen. Geisel von Gegnern gefasst. Gegner haben die Geisel nicht mehr. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Wo der rumgammelt.
lädt noch. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Warte sauber. Das klang wie Richtung Küche. Geisel ist verletzt auf jeden Fall. Der Feind hat die Geisel stabilisiert. Ich guck mal, Teezimmer. Wir müssen auf jeden Fall hier oben drüben sein. Ja, Teezimmer wird lauter, da sind sie auch. Ella haben sie da. Geisel gesichtet. Und ganz viele Alibis. Nein, hier ist das Kamera noch weg. Wer räumt denn hier auf? Das kann man auch. 10 Sekunden bis Einsatz. Huch, na, bleibt schon hier. 5 Sekunden bis Einsatz. Keine Ahnung. Grünes Licht für Geisel-Evakuierung. Oh, er hat schon wieder eine geschrieben. Hey. Jetzt schreit jemand ganz doll. Ja, die scheiß Linksbumsträger haben sich kaputt gemacht. Hier kann man drauf, das ist interessant. Also man kann so halb aufs Dach. Aber hier nicht weiter. Ich bin gleich bei der Geisha rein. Das Holz da bleibt, wo du aufgeklopft hast. Munition ist verbraucht. Orden ist erledigt. Also der Meister hat auch schon bisschen was abbekommen. Ich mach hier hinten mal die Außenwand auf, Hocke, Achtung. Ja, Meister war hier. Ella ist auch noch auf der Treppe. Oh, hier ist er offen. Da war er. Nein. Wo ist er? Hier bei der Trommel ist jemand, Hocke, rechts, wenn du reingehst bei der Trommel. Ist aber an der Außenwand. Ganz spitzer Winkel zum Loch. Lass mich liegen. Ella rot. Ella ist jetzt weg. Ach, was? Wo denn? Hinter dir, ich wollte gerade ansagen. Oh, shit. Schnappi dir. Der ist schon fast tot. Eigener Trupp wurde eliminiert. Verletzt hat er den Monster, glaube ich. Jetzt werden wir es ja gleich sehen. Ja, wieder mit diesem Kackschlagen. Toll. Komm, nehme ich die erste Runde auf. Verlieren wir. Ubisoft. Maverick hat noch keinen Konter. Man kann als Operator, als Angreifer seinen Operator noch nicht wechseln in der Vorbereitungsphase und noch vieles mehr. Wegen der neuen Karte werde ich halt nach vielen Spielen erstmal mein Zwischenfazit geben. Ist jetzt noch zu frisch. Mal gucken, wie mich die Karte so anspricht oder eben nicht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.